Halbzeit der Großen Koalition in Berlin und das diskutieren wir jetzt mitten in der Ferienzeit. Frau Merkel ist auch unterwegs und alle gönnen sich ein bisschen Ruhe. Also ein wunderbares Thema, um zu sehen, wie es denn weitergeht. 2017 wird gewählt und darüber diskutiere ich mit Tom Strohschneider, Chefredakteur von Neuen Deutschland, Ewald König, Korrespondentenbüro und Markus Gabitz, Stuttgarter Nachrichten. Ist das nicht, so waren wir eben stehen geblieben, ein Nährthema für die SPD? Müsste es nicht sein? Sie haben widersprochen dem, was der Kollege König gesagt hat. Es gibt gar nicht so viele prekäre Arbeitsverhältnisse, wie die Gewerkschaften uns das weismachen wollen. Ja, also ich meine, ich möchte erstmal festhalten, es ist der Sozialdemokratie und den Agenda-Reformen von Gerhard Schröder zu verdanken, dass Deutschland heute so geringe Arbeitslosenzahlen hat und dass die Sozialkassen halbwegs gut finanziert sind. So, was für mich wirklich ein großes Problem ist, ist, dass danach nicht mehr viel gekommen ist. Also wir machen nichts mehr, um diese Erfolge in die Zukunft fortzuschreiten und sich zu überlegen, wie dieses Sozialstaatsmodell in Zukunft weitergehen soll. Wir laufen nämlich in ein riesengroßes demografisches Problem hinein. Und das ist, was ich so empfinde und ich glaube viele anderen auch, bei der SPD, die hat gleich zu Beginn der Großen Koalition losgelegt, Rente durchgepeitscht, Mindestlohn durchgepeitscht und seitdem kommt, wie Sie sagen, nichts mehr. Und deswegen nochmal meine Frage, wäre das nicht der ideale Nährboden für die SPD zu sagen, wir legen jetzt in der zweiten Hälfte so viele Gesetze vor, die müssen wir ja nicht durchbringen bis 2017, bis zur Wahl. Aber wir zeigen den Wähler, was wir noch vorhaben. Man könnte das den utopischen Überschuss sozialdemokratischer Politik nennen. Wunderbar formuliert. Dazu müsste ich besser sagen können. Dazu müsste das S bei der SPD aber nicht für Sigma stehen, sondern für Sozialdemokratie. Und danach sieht es momentan nicht aus. Ich gebe ja gerne zu, dass es ganz furchtbar schwierig ist, neben Frau Merkel Politik zu machen. Die ist nämlich ein Staubsauger von Themen. Selbst Fragen der gesellschaftlichen Modernisierung, die früher immer von der SPD bespielt werden konnten, machen die inzwischen selbst. Wir werden es bei der Gleichstellung der Ehe jetzt noch erleben. Alles eher schon CDU gewesen, immer Modell. Genau. So. Gleichzeitig ist es so, und da habe ich auch eine andere Einschätzung. Ich will mich jetzt hier nicht über Statistikfragen streiten. Man könnte ja auch sagen, mein Gott, bei den Erwerbslosenzahlen wäre noch gut, so auf 1,1 Millionen Leute rausgerechnet, weil da irgendwelche 55er-Regelungen und in irgendwelchen Maßnahmen und so weiter. Ich glaube, haben wir die Zahlen halbiert. Also von die Zahlen sind, Millionen auf genau, auf die Zahlen sind halbiert zu einem relativ hohen Preis, denn die Sache der Prekarität in der Gesellschaft können wir nicht wegdiskutieren. Ja. Es ist einfach so, dass ich glaube, der Anspruch eines so reichen Landes doch sein muss, dass die Menschen ein soziales Sicherheitsempfinden haben können, welches nicht davon bedroht ist, dass man nicht weiß, wie man sein Leben gestalten kann. Oder, und das wird ja immer mehr zum Problem, wie man mit den sozialen Herausforderungen im persönlichen Nahbereich umgehen kann. Ich habe alte Menschen pflegen, meine Angehörigen zu pflegen, wie gehe ich damit um, gucken wir uns an, was da für Kosten anfallen können und so weiter und so fort. Und es gibt auch viele, die natürlich mit Blick auf ihre Kinder nicht unbedingt davon ausgehen können, dass man jetzt in eine sichere Zukunft geht. Das war in diesem Land mal anders, das muss man einfach meines Erachtens festhalten. Dass die SPD das nicht macht, haben wir nun festgestellt. Es gibt aber noch was anderes. Ich glaube, dass wir gerade im Übergang sind, wo sich natürlich sozialstaatliche, sozialpolitische Probleme meines Erachtens doch auch ganz, ganz radikal stellen. Aber gleichzeitig sind wir im Übergang auch in eine neue Phase kapitalistischer Modernisierung. Wir reden viel zu wenig über Roboter, wir reden viel zu wenig darüber, was Digitalisierung in Zukunft bedeuten wird. Zwar gibt es in allen Ministerien inzwischen Arbeitskreise, Steuerungskreise und irgendwelche anderen Agenten. Darf ich mal dazwischen fragen, warum Sie das mit dem Wort kapitalistisch verknüpfen? Naja, das ist so, dass die Frage technologischer Innovation ja momentan gekoppelt ist an so etwas wie eine kapitalistische Grundmotorik. Also insofern hat es auch etwas mit einer Modernisierung des Kapitalismus selber zu tun. Der ist ja, auch wenn ich das vielleicht nicht immer ganz positiv sehe, eine gesellschaftliche Einrichtung, die eine hohe, hohe Kompetenz hat, sich selber über Krisen zu modernisieren. Und was wir momentan erleben, ist eine neue technologische Revolution, ist ein neues, zweites Maschinenzeitalter. Ich glaube, dass von der Dimension her, man sagen kann, dass es die Größe und die Durchschlagskraft annimmt, wie es zum Beispiel die Elektrifizierung seinerzeit hat. Und es wird unglaublich viel verändert. Ja, aber wo ist das Problem?
Ich sage nicht, dass es ein Problem ist, sondern ich finde, dass es gut, ich fände es gut, wenn es politisch gestaltet wird. Und das wird es momentan nicht gemacht. Und da würde ich dann auch denken, okay, Frau Merkel wird einfach abwarten, bis es kommt. Aber Frage gebe ich mal weiter an Ewald König. Ja, Sie vermissen, dass es eine politische Gestaltung gibt bei diesem Prozess. Aber warum soll denn der Staat da irgendwas umgestalten? Also wenn das alles so wunderbar funktioniert. Ich möchte noch was ergänzen. Zusätzlich zu all diesen Phänomenen gibt es noch das Phänomen mit der unglaublich großen Anzahl von Flüchtlingen, die also das System auch verändern können. Es geht an die Sozialpolitik, es geht, betrifft die demografische Entwicklung in Deutschland, ja, auch Pflegeprobleme. Deutschland wird sich hier stellen müssen, dass es jahrzehntelang eine Lebenslüge geglaubt hat, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei und daher sich nicht vorbereitet hat, wie man diese Flüchtlingswellen kanalisieren kann und wie die integriert werden und wie zum Beispiel Leute aus dem Balkan, die geflohen sind oder aus Syrien, durchaus als Pflegepersonal ergänzend eingesetzt werden können. Also ich glaube auch, die Flüchtlingswelle, die nicht so bald abreißen wird, wenn man in die Welt schaut, wird auch einen großen Einfluss auf Deutschland haben. Da ist man ja dabei, das darüber nachzudenken, ja, und auch zu regeln. Endlich, und ja. Jetzt will ich nochmal auf meine Frage an Sie, Herr König, im Zusammenhang mit dem, was Herr Strohschneider gesagt hat. Dieser Prozess, der müsste politisch umgestaltet werden, das war meine Frage. Aber wie? Warum überhaupt? Ja, der Druck fehlt irgendwie. Ja, dass man das verändert. Aber es ist ja so eine riesige Chance für die Unternehmen, für unsere... Ja, deswegen sage ich ja, warum braucht man warum eine muss man, politische warum Umgestaltung? Also ich finde eher, dass man vermutlich den Unternehmen die Möglichkeit geben muss, diese Prozesse zu gestalten, zum Beispiel indem man Handelsabkommen mit den USA hat, die es halt eben, ja, die halt eben den Mittelständlern, die nicht wie die großen Konzerne den Marktzugang in den USA so ohne weiteres haben, da halt eben weniger Barrieren haben. Jetzt so die große politischen Gestaltungsanspruch bei Industrie 4.0 sehe ich nicht. Also aus zwei Gründen würde ich widersprechen. Erstens, ich habe ja gar nichts gegen Außenhandel oder Freihandel, sondern es geht darum, dass der in einem Setting läuft, was zum Beispiel parlamentarische Rechte nicht unterminiert. Und das ist ein Problem bei TTIP. Ist vielleicht sogar nochmal ein Thema für eine eigene Sendung. Ja. Aber also deswegen ist die Kritik so stark. Es wird sozusagen die Macht von Konzernen gegenüber der Macht demokratischer Institutionen gestärkt. Durch da habe ich ein Problem damit. Durch private Schiedsgerichte, unter anderem. Die Schiedsgerichte sind schon längst abgeräumt. Also die Industrie ist bereit, diese Schiedsgerichte zu kassieren. Sie aber auch nur, weil es einen großen Druck gegeben hat. Ne? Weil es großen Druck gegeben hat, genau. Ja, wobei... Also so richtig ist mir auch nicht klar, was man gegen diese Schiedsgerichte hat. Niemand kann irgendwie auch nur ein Beispiel geben, wo Schiedsgerichte für die Gesellschaft eine negative Entscheidung getroffen haben. Oder können Sie mir ein Beispiel nennen? Ja, rein theoretisch hätte die Gefahr bestanden, dass ein Konzern einen ganzen Staat für irgendwelche Veränderungen von Investitionsbedingungen klagt und das in einer Höhe, also die einen Staat umgebracht hätte. Ja, aber Entschuldigung, wenn aber, die aber hier sind wir, ich will mal von dem Detail weggehen. Ja. Es zeigt aber das, was Sie, glaube ich, schon gleich zu Beginn gesagt haben, oder Sie alle drei, dass dieses ganze Verfahren, diese ganze Verhandlung mit TTIP waren intransparent. Wir wissen überhaupt nicht, was da genau geregelt ist. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Aber über TTIP werden wir in der Tat nochmal nach der Sommerpause extra reden. Die Frage war eigentlich jetzt, was geschieht in der Großen Koalition, und Sie fordern praktisch ein stärkeres politisches Eingreifen in diesen Umgestaltungsprozess, der mit Industrie 4.0 begleitet. Und meine Frage war, warum soll der Staat denn das machen, die Unternehmen? Das war Ihre Antwort darauf, die machen das doch schon alleine. Ja. Weil Kapitalismus muss eingehegt werden, weil sonst Menschen auf der Strecke bleiben. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, ist aber in den letzten 150 Jahren an vielen Beispielen belegt worden. Insofern, es gibt ja diese Gremien, es gibt diese Steuerungskreise und beim Ministerium und so weiter und so fort. Und da sitzen die ganzen Industrieverbände mit drin und da sitzt ein Gewerkschaftsvertreter mit drin. Das finde ich zum Beispiel falsch, weil es die soziale Vielfalt in diesem Land nicht repräsentiert. Und wir sollten mehr Gewerkschaftsvertreter drin sitzen. Es sollten zumindest Leute drin sitzen, die sich auch darüber Gedanken machen, was in diesem Prozess zum Beispiel sozialpolitisch, sozialversicherungspolitisch,
da müssen auch die Gewerkschaften und die Linke lernen. Das will ich gar nicht unterschlagen. Denn wir sind ja damit konfrontiert, dass wir in den letzten 80 Jahren immer für ein Normalarbeitsverhältnis und einen Tariflohn und geregelte Arbeitszeiten gekämpft haben, die im Betrieb, in der Fabrik waren. Das war auch gar nicht falsch. Aber wir sind momentan damit konfrontiert, dass eine völlig neue Generation von unmittelbaren Produzenten, die als kleine Jobmacher, als Programmierer, Homeoffice und so weiter und so fort, das geht vom Arbeitsrecht los, über das Tarifvertragsrecht und so weiter. Es sind enorme Herausforderungen, es spricht nur niemand darüber. Aber meine Befürchtung ist, dass dann unter der Hand sich gewissermaßen das Neue schon Rahmen setzt, die dann später von den Gewerkschaften, von denjenigen, die um die Interessen derer, die dann natürlich weiterhin abhängig beschäftigt sind, kämpfen müssen, erschwert werden. Deswegen sage ich, wir brauchen darüber eine gesellschaftliche Debatte. Allerdings Frau Merkel, die sozusagen ja ein bisschen tapsig im Neuland ist, da kann man vielleicht nicht so viel erwarten, und Sigmar Gabriel kümmert sich gerade um andere Sachen. Aber Sigmar Gabriel ist doch der zuständige Minister dafür. Ja, Sigmar Gabriel hat da auch schon mal so ein Papier veröffentlicht. Das hat er interessanterweise eine Woche veröffentlicht, nachdem eine andere Ministerin, die sich auch für zuständig erachtete, die zufälligerweise in derselben Partei ist, nämlich Andrea Nahles veröffentlicht hat. Da gibt es also auch offenbar eine Kompetenz- und Wichtigkeitskonkurrenz. Vielleicht will sich Andrea Nahles auch für künftige Aufgaben in Stellung bringen. Wir stellen fest in dieser Diskussion, zweite Halbzeit, dass in der zweiten Halbzeit bis zur Wahl im Herbst 2017 noch viel zu diskutieren ist, zum Beispiel, wie gestalte ich die Umgestaltung politisch oder unpolitisch von Industrie 4.0, und die SPD noch nach einem Programm suchen muss und Frau Merkel eigentlich nichts tun muss. Sind wir uns da einig? Ja, es fehlen die Projekte. Ich sehe nicht, welche politischen Projekte in der Pipeline sind. Deswegen ist die Chance bei der SPD, von den beiden Linken vielleicht auch, das sage ich jetzt mal höflichkeitshalber. In diesem Sinne wünsche ich uns noch eine schöne Ferien, Restferien. Wer war schon weg? Alle schon wieder da. Merkel hat dieses Jahr 10 Jahre Kanzlerschaft, 15 Jahre Vorsitz, 25 Jahre Deutsche Einheit. Ja. Das und Ewald König hat sein drittes, viertes, fünftes Buch geschrieben. Das können Sie noch in den Ferien lesen. Frau Merkel zur Wendezeit ist hochinteressanter Geschichtsstoff. Wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen. Ich bedanke mich bei Ihnen dreien, bei Tom Strohschneider vom Neuen Deutschland, Ewald König, Korrespondentenbüro, Markus Grabitz, Stuttgarter Nachricht. Ich wünsche, sofern ich schon gehabt, schöne Ferien. Und Ihnen auch noch. Wir haben ja bis zum 28. noch in Berlin Ferien. Also ist noch eine Menge Zeit. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich danke und tschüss.